Nigeria im Westen Afrikas ist das bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Während im Süden die Bevölkerung überwiegend aus Christen besteht, gibt es in den nördlichen Bundesstaaten mehrheitlich Muslime. Hier werden viele Christen gezielt benachteiligt und unter Druck gesetzt, mit dem Ziel, sie zum Übertritt in den Islam zu bewegen. Die christliche Jugend, besonders im Norden, wir leiden immer mehr. Wir haben diese Schwierigkeiten, weil wir Jesus folgen. Wir glauben, dass Jesus lebt und wir glauben, dass er der einzige Weg zur Ewigkeit ist. Die Kinder findest du nicht in den Schulen, weil die Christen vor Ort die Schulgebühren nicht zahlen können. Die Regierung muss sich darum kümmern, aber aufgrund unseres Glaubens schließen sie die Schulen. So, the church is left with no option than start private schools. Die Kirche hat keine andere Wahl, als selber Schulen zu starten. Selbst dann verweigern sie die Anerkennung der Schulen. Sie verweigern Bauland, selbst wenn du Geld für den Kauf hast. Jeden Tag gehe ich auf Jobsuche. Aber sie geben uns keine Arbeit. Daher gehen viele Jugendliche weg, weil sie das Leid, das wir um Jesu Willen tragen, nicht aushalten können. Ihnen wird gesagt, wenn du Muslim wirst, dann bekommst du Unterstützung. Du bekommst Geld. Sie benutzen Geld, um unsere Jugendlichen zu verführen. Regelmäßig kommt es zu brutalen Angriffen und Anschlägen auf Kirchen und Christen in Nigeria. Dahinter steht meistens die islamistische Gruppierung Boko Haram. Ihr Ziel, einen islamischen Gottesstaat in Nigeria zu errichten. Dazu wollen sie die Christen vertreiben und die Gemeinde in Nigeria auslöschen. Täglich werden Kirchen zerstört. Sie greifen an und töten. Du rennst weg und dann brennen sie dein Haus nieder. Das ist sehr hart für uns. Meine Leute sind Bauern. Niemand geht allein zu seinem Feld, selbst mit Verstärkung. Wenn sie in der Überzahl sind, töten sie alle. Niemand hat mehr als 3 Stunden Nachtruhe. Wir achten ständig auf unsere Sicherheit. Wir stehen unter konstantem Angriff, Tag und Nacht. Sie haben meine Mutter gefragt, bist du Christ? Sie sagte ja. Sie fragten meine Schwester, sie sagt ja. Werdet ihr Muslime? Fragen sie. Nein. Einer meiner Freunde rief, rennt. Bevor wir das konnten, schoss der Attentäter. Wir waren 6. 5 waren sofort tot. Ich habe überlebt. Dann fragten sie meinen Vater. Er sagte nein. Noch bevor er den Mund aufmachen konnte, erschossen sie. Ich checkte den neben mir, tot, der andere auch tot. Dann kam der Mann zurück, um ganz sicher zu gehen. Bevor sie ihn erschossen, rief er, Jesus, rette mich! Jesus, rette mich! Er fiel hin. Sie ließen ihn nicht einfach liegen, sondern zückten ihre Messer und stachen auf ihn ein. Auf seinen Körper, sein Gesicht. Ich sah ihn kommen und dachte, okay, renn. Wenn ich nicht renne, bin ich tot. Ich stand auf und rannte. Er schoss auf mich. Sofort gehen sie zu unseren Nachbarn. Das Gleiche. Sie finden eine 5-köpfige Familie. Die Eltern, Vater, Mutter, die Kinder. Sie haben sie alle getötet. Zurückbleiben Trauer, Wut, traumatische Erinnerungen und Verzweiflung. Inmitten dieser Situation ist der Glaube an Jesus und das Vertrauen auf ihn die Hoffnung, die sie brauchen, um weiterzumachen und an ihm festzuhalten. Die Christen in Nigeria wollen trotz aller Umstände ein Beispiel für Jesu Liebe sein. Alle haben große Angst.
Es ist nicht einfach, da zu sitzen. Jemand kommt, um dich zu töten, und Gott sagt, bleib. Allein in meinem Zimmer bete ich. Herr, gib mir ein Wort für meine Jugend. Ich bitte meine Frau, geh auf die Knie und bete, denn es wird hart. Ich werde heute versuchen, die Jugendlichen im Zaum zu halten. Manchmal siehst du sie mit Waffen. Wir werden die Moschee niederbrennen, wir werden den und den töten. Ich komme und sage, okay, bleibt ruhig, was ist los? Hast du es nicht gehört? Sie haben den und den getötet. Das ist ein Trend, der sich aufbaut. Das ist ein wachsender Trend. Es wird zunehmend unpopulär zu sagen, Rache ist Gottes Sache. Wartet auf sein Eingreifen. Langsam werden Christen offensiv und attackieren Muslime. Kommt zurück zur Bibel. Ich lese aus meiner Bibel vor. Kennt ihr eine Stelle, an der Jesus Vergeltung übt, selbst wenn sein Leben bedroht ist? Als Petrus kommt und dem Soldaten das Ohr abschlägt, sagt Jesus, gib's ihm zurück. Das Einzige, was wir tun sollten, ist beten. Die anderen sagen, du bist gekauft, du willst keine Vergeltung? Ich sage nein, denn ich zeige euch das Vorbild. Wenn du Jesus angenommen hast, wirst du leiden. Um Gottes Willen, ich bitte euch, geht in die Kirche und betet. Wenn wir fertig gebetet haben, dann könnt ihr angreifen. Wir gehen in die Kirche, beten und machen Lobpreis. Wenn wir töten und Blut vergießen, verneinen wir das, was am Kreuz geschah. Wenn wir anbeten, im Gebet, vergisst jeder seine Waffen. Jeder vergisst, dass er vergelten wollte. Der Geist Gottes kommt da. Jeder geht friedlich nach Hause. Keine Rache. Ich weiß, eines Tages wird sich alles erfüllen. Die Leute wissen nicht, was sie da tun. Ich bete dafür, dass Gott ihnen den richtigen Weg zeigt. Es ist nicht ihr Verdienst, dass sie noch leben. Gott gibt ihnen die Gelegenheit, Buße zu tun, seine Güte kennenzulernen, zu erkennen, dass sie Böses tun. So denke ich. Es braucht Kraft und Mut, in solch großer Bedrängnis an Jesus festzuhalten. Unsere nigerianischen Geschwister bitten um unsere Unterstützung. Sie bitten um unser Gebet. Im 1. Korintherbrief heißt es, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wir sind ein Leib. Die Christen in Nigeria sind überzeugt von der Kraft des Gebets und zählen darauf, dass Menschen weltweit für sie beten. Wir Jugendliche in Nigeria brauchen in dieser Verfolgung euer Gebet. Wir sind ein Leib. Ein Geist, eine Familie. Wir haben Leute wie euch überall auf der Welt. Sie beten für uns. Wenn du mir jetzt Geld oder Kleidung oder Essen gibst, wird das in dieser Situation in Nigeria nicht reichen. Aber was ich will und dir nie vergessen werde, bis ans Ende, ist dein Gebet. I will highly appreciate it and will never forget it till the end of time is prayer. I want you people to help us. Helft uns und betet, dass diese Gewalt bald vorbei ist. Please and please pray for us, pray for our children. Bitte, bitte, betet für unsere Kinder, dass sie nicht aufgeben trotz des Leides, trotz des Tötens. They will not give up the faith. They will not give up. Dass sie ihren Glauben an Jesus nicht aufgeben, dass sie nicht in die Hölle gehen wegen des Leids, der Gewalt, weil sie keine Bildung und keine Jobs bekommen, weil sie unterdrückt werden. Betet, dass sie im Glauben bleiben und eure Gebete werden etwas bewirken. Die einzige Lösung ist Gebet.
Das lässt uns festhalten am Herrn. Ich kannte einen Pastor. Er wurde getötet, weil er Jesus nicht verleugnete. Pastor George. Man setzte ein Messer an seine Kehle. Er verleugnete Jesus nicht. Sie schlachteten ihn wie eine Ziege, weil er nicht verleugnete. Wenn alle so zu Jesus stehen wie George, dann ist der Himmel unsere nächste Station. Wir wissen, Gott beantwortet Gebet. Wir brauchen eure Unterstützung durch Gebet. Betet dafür, dass wir an ihm festhalten, bis zum Ende. Vielen Dank. You please pray for Nigeria.